Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt Radsport Manager 2014. Wir befinden uns hier auf der Tour der Romandie und auf der Tour durch die Türkei, die hier etwas anders heißt. Na gut, okay. Presidential Cycling Tour of Turkey. Also ich meine, so veranders heißt die jetzt dann doch nicht. Bin ein bisschen sprachgestört heute. Irgendwie habe ich so einen Eindruck. Bäh. Was, wenn man die Zunge rausstrecken, so bäh. Dass ich mal richtig reden kann hier. So, also, Orica Green Edge ist auf der Suche nach jungen Talenten. Das machen wir ja auch. Velas ist nicht in Bestform. Man wird uns auf dem Laufenden halten. Timmer fühlt sich wieder besser. Okay, das ist gut. Und Gesundheitszustand von Geschke wird 2 bis 3 Tage leichte Probleme haben. Den brauchen wir aber auch derzeit nicht, weil wir sind hier mit anderen Fahrern unterwegs. Wenn ich das richtig sehe und richtig in Erinnerung habe. So, die meisten davon wollen wir eigentlich nur fit fahren. Ja, also auch für die Tour de Romandie haben wir kein Ziel. Was bedeutet das? Dass ich nicht so eng sehe. Ich habe nämlich schon wieder geschrieben bekommen, dass man viel besser Dinge hätte rausholen können, wenn ich denn hier auf der Tour de Romandie ein bisschen anders gefahren wäre, bereits im Prolog. Ja. Ja. Mehr sage ich nicht dazu wie ja. Sicher hätte ich da mehr rausholen können, aber es ist mir Schnuppe, weil wir haben dort kein Ziel. So, Arndt, Craddock und so weiter, die sind unterwegs hier auf der Tour de Romandie. Es gibt heute eine hügelige Etappe und vielleicht können wir hier dem ein oder anderen Favoriten ein kleines Schnippchen schlagen. Sollen wir mal gucken. Das Ganze wird hier gewertet als hügelig, deshalb fahren wir auch mit einem Leichtigkeits-Setup und ja, ich weiß gar nicht, ist Craddock überhaupt, ist das unser Führender? Wer ist denn bei uns momentan der Bestplatzierte? Das ist Dumoulin. Favoriten haben wir ja auch keine mit dabei. Craddock ist 21. Da ist jetzt sogar Ludvigsson besser. Ludvigsson hat 72,74. Craddock hat 76,74. Ja gut, ne? Wir können natürlich auch mit Craddock hier, wir können mal eine andere Strategie anwenden. Das alles soll für Dumoulin fahren, weil das ist ja der Beste ist momentan. Craddock, den lassen wir mal außen vor und genauso auch den Ludvigsson. Mit dem fahren wir relativ frei und Sinkeldamm, unser Sprinter, das ist halt der Sprinter, ne? Wobei, wir werden den hier in der Etappe vermutlich nicht brauchen als Sprinter. Den können wir eigentlich auch mit übernehmen hier als Helfer für Dumoulin. So, da sollen die Jungs Führungsarbeit machen und die dürfen ausreißen. Ich würde sagen, das soll mal als Grundeinstellung genügen. Und dann schauen wir einfach mal, was geht in der zweiten von 6 Etappen hier auf der Tour de Romandie. Ich begrüße Sie alle. Die Strecke ist ziemlich hügelig, so dass wir uns auf ein interessantes Rennen freuen können. Ja, und dann sind wir dann auch hier schon auf der Etappe. 202,5 Kilometer dauert es, bis wir im Ziel sind. In 87 Kilometer gibt es die ersten Bergwertungen, 131,2 Kilometer die ersten Zwischensprints. Wir haben hier eine 1er Bergwertung ziemlich weit vorne, eine 2er Bergwertung ein bisschen weiter hinten und dann geht es ziemlich flach rein. Und okay, Stammschneider kommt schon vor. Den können wir direkt mal rausnehmen. Das wollen wir nicht, auch wenn das Feld jetzt mal kurzzeitig ein bisschen zieht. So, da kommt Craddock vor. Das ist uns ganz recht. Falls es hier nämlich Angriffe gibt, dann kann sich einer von denen da dranhängen. Und da geht auch schon ein Angriff. Wir folgen, der lässt zurückfallen. Janse van Rensburg nimmt auch raus. Und dann bin ich mal gespannt. Super, Craddock kommt raus. Craddock kommt raus. Da kommen noch andere hinter Craddock her. Popovic. Dann, wie machen wir das am besten? Der soll mal kurz halten. Ah ja, der ist uns gefolgt. Scheiße, der ist uns gefolgt. Ich habe gedacht, der zieht da mir vorbei und ich kann mich in seinen Windschatten hängen. So war das Ganze nicht gedacht.
So, da kommen Angriffe. Wo ist Craddock? Craddock hat sich schon wieder festgefahren. Craddock war vor. Hager ist vorne. So, jetzt hier an Buck ran. Da vorne geht jetzt richtig die Post ab. So, können wir jetzt mal alle rausnehmen? Wäre super. Was ist denn hier los? Warum fährt der denn nicht, ey? Dann soll er doch auch mal reintreten. Lässt er sich schon wieder zurückfallen. Der neu ermittelte Abstand beträgt schon mehr als eine Minute. Der Ausreißversuch scheint heute... Ach, es ist ein Krampf, ist das, ey. Wirklich. Jetzt kann ich die wieder nicht anklicken hier. Meine Fresse. So, jetzt komm. Jetzt geh mal mit. Kaum trete ich rein. Steht schon wieder. Ja, der ist tot. Das ist so nix. Gefällt mir nicht. Funktioniert nicht. Geht mir auf den Sack. Es ist Ludwigsson hier hinter Craddock, anstatt sich mal nach vorne zu orientieren. Kwiatkowski fährt da vorne rum. Na, es ist zum Mäusemelken. Stau gibt's auch noch. Wen haben wir denn da alles? So, Stammschneider soll mal Dumlin schützen. Dass der sich da nicht so verausgabt. Wo haben wir einen Hager? Wieso ist der so weit hinten? Fahr mal vor, Hager. Jetzt trennen sie schon mehr als zwei Minuten. Jetzt scheint man im Hauptfeld steckt fest. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. Ach ja, echt? So, ich bin nur noch am überlegen, wen ich opfer. Eigentlich Sinkeldamm, der Fahrer, den wir hier haben, der eigentlich nicht so wirklich helfen kann derzeit. Der hat eine 4er Fitness, der hält nicht so allzu viel aus, deshalb schicken wir den mal ein bisschen in die Führungsarbeit. Mir passt das nicht. Ich wollte mitten in die Ausreißergruppe. Guckt, die Ausreißergruppen sind weg und wir fahren hier hinten rum. Es geht mir auf den Sack. Craddock hat es nicht gebacken bekommen. So, und Ludwigsson würde ich gerne mal auswählen. Ich bin am überlegen, ob wir es mit Ludwigsson riskieren sollen. Er ist kein guter Kämpfer. Zwei Minuten. Das Tempo des Feldes ist jetzt wirklich am Anschlag. Einige Fahrer werden nicht lange mithalten können und abreißen lassen. Zwei Minuten ist halt die Frage. So, wenn der rausnimmt... Sag mal, wieso hat der Hager denn den Befehl Führungsarbeit oder Freifahren? Boah, wie die dem hinterherjagen. Mal sehen, ob er das umsetzen kann. Jetzt hat er gerade den Angriff gestartet. Wie die dem hinterherjagen, ist echt krank. Guckt euch das mal an, ey, das ist das Feld, die da volle Kanne reintreten, dass wir ja nicht wegkommen. Hopp, hopp, hopp. Ludwigsson, fahr. Na, keine Chance. Feld ist wieder da. Die Arbeit trägt Früchte. Das Feld kann den Abstand langsam aber sicher verringern. Das kostet Nerven. Das wollen wir alles nicht. Ja. Zum Kotzen ist das. Alle Pläne von uns einfach dahin gewischt. Das Feld lässt uns nicht fahren. Alle anderen lassen sie fahren. Uns lassen sie nicht fahren. So, Hager, hol mal was zu trinken. Das ist eine mit diesem nächste Aufgabe. Das nervt einfach nur. So, jetzt aber. Das
Das Tempo im Hauptfeld ist nun deutlich langsamer geworden. Von den Mannschaften, die Fahrer in der Ausreißergruppe haben, ist naturgemäß keine Initiative zu erwarten. Tja. Wir überlassen das lieber den anderen Teams. Ich würde ja gerne mit da vorne fahren, aber sie wollen mich ja nicht fahren lassen. Wenn wir Glück haben, kann sich Craddock noch ein bisschen erholen, aber irgendwie ist dem sein gelber Balken auch an einem Punkt, der will nicht wirklich steigen, habe ich so den Eindruck. Das Feld scheint hier ein hohes Tempo zu gehen und Das Tempo des Feldes ist zu niedrig, um wirklich selektiv zu sein. Das könnte allerdings erleidet bedeuten, dass es dafür am Ende einen harten Kampf um den Sieg geben wird. Hager, kannst du mal bitte Ludwigsson und Arndt versorgen? Ist das ein Problem? Danke. Weil wir kommen gleich in den Berg und dann haben die 4 Minuten Vorsprung und dann können wir nämlich hier den Craddock einfach mal im Berg fahren lassen. So, mal gucken, ob das diesmal funktioniert. Einfach vom Feld abzusetzen. Einfach mal reintreten hier in die Steigung. Das Feld kommt hinten schon wieder ran. Das ist aber auch ein Krampf, ey. Mit wie vielen Leuten jagen die uns denn? Es ist nicht ein Team oder das Team vom Führenden, sondern es ist irgendwie, sie sind alle Teams. So, wir haben 2 von der Sorte. Und wenn der einer nicht die Position halten kann, weil die ihn irgendwie alle quälen und nachfahren, dann versuchen wir es einfach am nächsten. So, den mal auf 85 stellen und den auch mal auf 85 stellen. Ludwigsson wird ja nicht beschützt. Wie sieht's denn aus mit dem Berg? Okay, wir können es versuchen, mal kurz einen kleinen Angriff zu fahren, mal versuchen wegzukommen. Ein Fahrer versucht, sich vom Feld abzusetzen. Das hat jetzt relativ gut funktioniert. Den hatten sie scheinbar nicht so auf dem Schirm und schwupp ist er weg. Der Angriff, der lief mal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Der hat jetzt schon 2 Minuten 17 Vorsprung. Die anderen sind natürlich im Berg. Das heißt, wenn das nicht unbedingt so die Bergfahrer sind, die wir hier vorne haben, dann tun die sich da ein bisschen schwer. Na, es sind 2 Bergfahrer dabei und Buck. Und da haben wir Ludwigsson. Der eigentlich wird jetzt kein Kämpfer und nix. Also ich bin mal gespannt, ob der es schafft, da durchzuhalten. Lassen wir jetzt mal fahren. Der kommt relativ das Feld hat das Tempo deutlich gedrosselt. Den schnell vorne ran. Scheint der Ausreißversuch keine Sorge zu bereiten. Ja, und ich glaube, da machen wir auch gar nicht lang rum. Da versuchen wir vorbeizufahren. Weil mit 75 halten wir momentan ganz gut die Energie. So, und dann ziehen wir die da nämlich schon auseinander. Dann haben wir den Bug schon stehen lassen. Wirklich beruhigende Führung geworden. Jetzt muss aber das Feld reagieren. Das Tempo in diesem Abschnitt ist relativ gemächlich. Offenbar halten sich die Fahrer ein bisschen zurück. So, das haben die anderen auch aufgegeben. Sehr dramatisches Finale freuen. Gefällt mir recht gut. Also ich meine, der hat die jetzt einfach mal alle so nach und nach stehen lassen. Hat diese Gruppe gesprengt. Können sein Tempo nicht mitgehen, sind total ausgepowert. Der Vorsprung wird von Meter zu Meter ausgebaut. Diese Flucht könnte wirklich gelingen. Wo haben wir denn hier die Profilstruktur? Ich suche das Profil von dem Berg. Das ist aber ganz schön Oberkante hier. Also wir gehen richtig weit hoch. Und das wird noch härter und er ist schon am Pumpen. Da bin ich mal gespannt, ob uns das gelingt, was wir hier vorhaben. So, E1 ist er ja allein. Hat schon 1,14 Vorsprung gegenüber den anderen.
Er erholt sich zumindest mal die Bergpunkte. Das Feld zeigt sich nach wie vor unbeeindruckt. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel Energie hier verbrat. Hört sich blöd an, wenn ich das sage, aber der grüne Balken, wenn der leer ist, dann war's das. So, 5 Kilometer noch bis zur Bergprüfung. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißer. Kann sogar Energien regenerieren jetzt. Die Tempoerhöhung im Hauptfeld deutet zumindest darauf hin. Es war offensichtlich, dass durch dieses hohe Tempo einige Fahrer zurückfallen werden. Sie müssen einfach der hohen Geschwindigkeit Tribut zollen. So, wir gucken mal, wie es hinten aussieht. Wen haben wir denn da? Hager ist hier, Dumlin, Arndt, Craddock. Da haben wir einige dabei. Passt. Und er hier vorne. Ja, das Krasse ist, ne? 1,30 Vorsprung. Das heißt, er wird wahrscheinlich in 2 Kilometern wird der da hinten nicht mehr rankommen. Wir machen jetzt gerade Erholungsfahrt hoch zum Gipfel. Bei diesem Tempo ist kaum mit einer ernsthaften Attacke zu rechnen. Das Feld rast ja förmlich davon. Und dann kommt ja die lange Abfahrt, da wir da ganz schön Energie gut machen können. Ja, und dann wird er sich einige Bonifikationen holen und vielleicht sogar die Etappe zu Ende fahren können, weil wir haben hier, ja, fast die Hälfte der Etappe gefahren und wir haben noch Energie. Das ist immer gut. So, was haben wir hier? Unterschiedliche Mannschaften beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit im Feld. Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. Hager, wie sieht's aus? Hast du noch Kraft? So, den schicken wir mal was zu trinken holen. Mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Gleich kommt der Gipfel. Dann ist die Anstrengung rum. Dann kann er Energie tanken beim Zurückfallen lassen. Ja, prima. Jetzt greift er alleine an. Da freut sich ganz bestimmt auch der Teamsponsor. Man kann jetzt eigentlich nach vorne fahren. Jetzt müssten eigentlich langsam die Mannschaftskapitäne kommen, um sich weiter nach vorne zu wagen. Nicht alle Mannschaften sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. Oh, Hager ist am Kämpfen, dass er nach vorne kommt. Gerade höre ich, dass ein Fahrer gestürzt ist. Aber anscheinend ist er schon wieder im Sattel. Stammschneider ist ganz weit hinten. Soll sich hier mal versorgen. Sinkeldamm ist noch weiter hinten. Das ist abenteuerlich. So, Craddock fährt hier. Hager ist da. Jetzt komm, jetzt gib dem mal was zu trinken. Das kann ja nicht sein. So nah bei dem und kriegt ihn nicht versorgt. Das geht ja mal gar nicht. Los, hopp. Unterschiedliche Mannschaften beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit im Feld. Hopp. Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. So, kriegt der Craddock mal was zu trinken jetzt hier vom Hager? Bitte, ey. Kann ja nicht sein, jetzt. Oh, Ludwigsson hat wieder Besuch. Ja, da haben wir die anderen beiden dabei. Beides Bergfahrer und ja, keine Ahnung, was die da jetzt treiben. Wir sammeln weiter Energien und beteiligen uns an der Führungsarbeit, wenn denn welche gemacht werden muss. Ja, die lösen sich auch ab. Gefällt mir gut. Jetzt geht es im Fahrerfeld richtig zur Sache. Aber allzu weit kann sich das Feld nicht mehr ausdehnen. Dann geht es nämlich richtig auseinander. Ja, aber wir haben einen guten Vorsprung. So ist es nicht. Und wir treten uns ja hier nicht tot. Also wir sammeln gerade Energien. Das ist sehr von Vorteil. So, Windhose mal anmachen. Aber Wind ist nicht so stark mit 15. Und jetzt kommen wir hier zu irgendwelchen Sprintwertungen in 5 Kilometern. Okay, sie lassen uns nicht. Wie wichtig ist mir die Sprintwertung? Nicht wichtig. Forget it. Lass die sprinten, das kostet nur Kraft.
So, wollen die sich jetzt ausruhen hinter mir? Die sollen gefälligst mitführen. Hinter uns ist irgendeiner, der ziemlich aufkommt. Oh, Vöckler. Der typische Kämpfer. Und der fährt einfach vorbei. Gucken, ob das Ganze funktioniert, dass wir jetzt hier zu viert arbeiten. Vöckler fährt wohl sein Tempo. Aber wir können dranbleiben. Ist richtig, ich sehe, macht Vöckler gerade die Führungsarbeit. Für uns. Soll mir recht sein. Wenn der Meinung ist, er hat so viel Kraft, dass er die ganze Zeit vorne wegfahren kann, dann lassen wir den mal. Jetzt scheint man im Hauptfeld zu reagieren. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem Fluchtversuch nicht einverstanden. So, wird sich jetzt beschwert über uns oder so? Nee, ne. Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, dass man sich beschwert über uns. Okay, wir müssen mal hinten gucken. Wie sieht's denn bei denen aus? Kommen die wieder vor? Die sind zumindest schon mal zusammen in einer Gruppe. So, Sinkeldamm könnte mit Stammschneider zusammen versuchen, wieder ranzufahren. So, Aqua, wohl, die sind gut weit hinten. Mal auf 60% stellen. Und auf Führungsarbeit. Mal gucken, was die dann machen, dass ich nicht allzu viel Zeit verliere. Oh Gott, Hager ist ja fertig ohne Ende. Der schafft den nächsten Berg garantiert nicht. Gucken, ob wir es mit dem schaffen, uns noch einmal zu versorgen. Das wäre wichtig, dass wir nochmal eine Versorgung hinkriegen mit dem. So, und wie sieht's hier vorne aus? In 3 Kilometern gibt's einen Sprint. Ich glaube, da ist Vöckler so mit der Beste. Von der Beschleunigung her. Jetzt gehen die aber richtig zur Sache. Immer dran. Ach, die sprinten wieder, die Idioten. So, das hat natürlich schön Kraft gekostet, dass die da nochmal gesprintet haben. Ruckel, 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 mal schnell nach hinten, die müssen ja auch was trinken hier. Soll er sich mal versorgen hier, der Kollege? Soll mal seinen Teamkollegen mit versorgen? Kriegen die das hin? Ich weiß nicht. Ja. Sehr schön. Jetzt haben wir alle was zu trinken und sind noch 39 Kilometer to go. Wir sind hier vorne und haben über 1,50 Vorsprung. Und jetzt kommt der Hügel der Hügels. So, da ist die Frage, wie fahren wir den hoch? Ich würde sagen, wir riskieren mal ein bisschen mehr. Was hat der so für... Boah, Berghügelwert ist von dem gut, vom Vöckler. Ja, und dann ist auch noch die Frage, was machen wir mit denen hinten? Wir könnten auch einen Dumlino und einen Craddock nochmal angreifen lassen. Ja, das war mir nämlich schon fast klar, dass da hinten nämlich jetzt nochmal Angriffe gehen. Was für ein explosiver Angriff. Der hat's wirklich in sich. Craddock hat einen Scheißtag, Dumlin hat einen Scheißtag. Sag mal, was sind das für Fahrer? Immer schlechte Tagesformen. Eieieiei. Durch die Tempoverschärfung kann das Feld seinen Rückstand verringern. So, wir bringen die mal in Position hier. Ohne die wirklich, ja, ohne die wirklich fahren lassen zu wollen. Das hört jetzt vielleicht blöd an, wenn ich das sage, aber... So, wir sind noch 1,30 zurück.
Auxerre verschärft das Tempo. Ich bin am Gucken. Ich bin die ganze Zeit am Gucken. So, da kommt er wieder. Oh Mann. Hallo. So, Dumlin soll ich mal versuchen, sich da dran zu hängen. Und dann wird er direkt zugefahren. Super. Super. Das kostet Energie ohne Ende, die ich gar nicht opfern will. Fahr. Scheiße. Aus heiterem Himmel kam der von hinten und griff an. Genau das wollte ich nämlich nicht. So, jetzt haben wir aber genug Leute dazwischen, um mit Craddock vielleicht den ultimativen Angriff zu gehen. Aber der kann eigentlich auch nicht mehr. Also von daher. Oh, Freifahren 85. Die anderen kreuzen die Strecke. Und was muss er machen? Sich erstmal hinsetzen. Erstmal Speed rausnehmen. Das ist genau das, was wir nicht wollen, dass er Speed rausnimmt. Wir wollen, dass er Speed gibt. Nun versucht dein Fahrer sein Glück im Alleingang. So, come on, Craddock. Craddock kommt nicht vor, die anderen jagen ihn. Rojas, Dumlin, Valverde, da sind sie alle. Craddock verpufft. Craddock verpufft? Ich glaub's nicht, ey. Dumlin kommt auch nicht ran vorne an Ludwigsson und Co. Gibt's doch nicht. So, jetzt fährt er hier nach vorne, wie es aussieht. Wo ist denn Craddock? Meine Fresse, ey. Jetzt fällt er durch oder was hier? Kann er jetzt das Tempo nicht mehr mitgehen von denen? Janse von Rendsburg ist da vorne. Der ist auch in einer guten Form hier. Berghoch. Alter Schwede. Ja, ich bin ein bisschen genervt, weil es läuft überhaupt nicht. Überhaupt nicht läuft's. So, da ist Moser, da ist Vöckler, da ist Ludwigsson. Ludwigsson hat Energien und hat eine gute Tagesform. Hält hier schön die Position bei denen. Und Dumlin, der lässt sich gerade ein bisschen hängen. Der soll da vorfahren, verdammt. Der soll zu Ludwigsson. Wenn es irgendwie möglich ist. Die zusammenarbeiten können da. Aber er kommt nicht vor. Ganz im Gegenteil, da kommt der Moser und fährt noch einen Vöckler und den weg. Mit 80 und 76 Hügel schafft er es nicht, da hochzufahren oder was? Nicht alle Mannschaften sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. Dumlin ist tot, wenn der die Gruppe da vorne erreicht hat. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso das denen so schwer fällt, da vorzufahren. Tempo vorgeben, machen sich heute nicht allzu viele Freunde. Tagesform minus 3. Mehr sage ich nicht. Die haben alle eine scheiß Tagesform, ey. Ja, Craddock ist raus. Jetzt nur noch 15 Kilometer bis zur Ziellinie. Tagesformmäßig ist der schon raus. Der kann ja nicht mal mehr hier die Angriffe mitgehen. So, da haben sie Dumlin auch schon geschluckt. Na, hervorragend. Das ist einfach nur grandios. So, Janse von Rendsburg. Mein Mann. So, hängt sich da mal hin dran. Du sollst nicht angreifen. Um Gottes Willen, ey, der greift der an oder was? Der soll nicht angreifen, der soll da mitfahren.
Der soll zielsprintmäßig sich dranhängen. Der soll hier keinen Angriff fahren. Ah, da kommt Toni Martin. Na super. Dann hängen wir uns mal an Toni Martin dran. Mit Janse van Reensburg. Wo ist er denn einen Sturz verwickelt? Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. Die Tempoerhöhung im Hauptfeld deutet zumindest darauf hin. Das ist das Ende dieses Fluchtversuchs. Das Feld hat ihnen wirklich keine Chance gelassen. Nur noch 10 Kilometer bis zur Ziellinie. So, schafft es irgendwie. Wir versuchen uns jetzt zu positionieren. Ja, wir sind ziemlich weit vorne. Das könnte sogar gut gehen. Ich bin überrascht. So, Ludwigsson soll mal einen Energieriegel nehmen. Und Janse van Reensburg. Da bin ich noch am Überlegen. Der soll jetzt mal einen Energieriegel nehmen. Jetzt sind es nur noch 5 Kilometer. Das könnte was werden, Freunde. Wenn wir es gleich schaffen, mit ihm zu sprinten. Jetzt kommt der nächste Zugtrain da vorbei mit Albasini und Goss. Hey, sag mal, was machen die denn? Jetzt werden wir zugefahren und fallen zurück. Ich krieg die Krise, ey. Der war in so einer guten Position. Alter Schwede, der war in so einer guten Position. Ach, geht mir das gerade auf den Sack hier. Gucken, kriegen wir den noch schnell vorgefahren? Nicht wirklich, oder? Und los geht's. Der Endspurt beginnt. Wir sind mitten im Finale. Ja, vergiss es doch. So, der kleine Ausflug ist vorbei. Da wird er noch zugefahren. Oh, der Costa, ey. Die eierlegende Wollmilchsau. Werden wir wenigstens noch Dritter irgendwie? Kriegen wir den da noch? Kriegen wir noch Albasini? Und Mollema siegt! Ja, Vierter. In dem Moment, wo ich sage, jetzt wollen wir gleich angreifen, nimmt der Toni Martin raus. Ludwigsson lässt sich zurückfallen. Wir sind mitten im Feld. Wir hätten den Sprint gewinnen können. Das regt mich gerade wieder auf. Mollema und Costa. Bitte, das sind doch keine Sprinter. Die Etappe hat Nerven gekostet, wirklich. Die hat echt Nerven gekostet. Fahrer machen wieder mal nicht, was ich will. Haben eine scheiß Tagesform, obwohl die Fitnessrhythmus und alles gut ist. Und falls Sie sie gerade verpasst haben, hier sind die Höhepunkte des Rennens. Ja komm, lass gut sein. Gehen wir zur Siegerehrung und gucken uns danach an, was Mollema für tolle Werte hat, warum der hier einen Sprint gewinnt. Das interessiert mich nämlich wirklich mal brennend. So, Kwiatkowski behält vor Toni Martin oder übernimmt's vor Toni Martin. Dann kommt Mollema, Costa, Dumlin immer noch 10 Sekunden, Ludwigsson 10 Sekunden. Ja, super. Begeisterung. Begeisterung nimmt zu bei mir. Mollema, Kwiatkowski, Costa, Albasini. Sechster sind wir mit 13 Punkten, ja. Wir haben ein Trikot, Ludwigsson. Das hat er gut gemacht.
Wenigstens etwas. Da immer noch 10 Sekunden Rückstand. Ja. Giant Shimano 19 Sekunden Dritter. Mal gucken, wie lang noch. Wir haben ja zwei Fahrer, die ziemlich weit hinten waren. Ja, grandioser Sprinter hier mit 69 Sprinten. Genauso Costa. Das verstehe ich halt nicht, ja. Beim besten Willen, das verstehe ich nicht. Bei ihm kann ich es noch verstehen. Wir haben einen 75er Sprinter und 77 Beschleunigen. Der tritt da rein wie ein Bekloppter. Startet natürlich von weiter hinten, weil Ludwigsson plötzlich irgendwie denkt, oh, Toni Martin, der nimmt raus, ich nehme auch mal raus. Das war super. Genau das haben wir gebraucht zu dem Zeitpunkt. Gewinnt Mollema, es darf nicht wahr sein. Ich krieg die Krise. Ein Bergfahrer gewinnt einen Sprint. Naja, ich bin gespannt, wie der ganze Spaß weitergeht. Als nächstes kommt jetzt noch hier ein bisschen Türkei-Rundfahrt. Das Ganze sehen wir allerdings in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Ich bin hier mal raus, sagt danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.